ist soweit, meine Damen und Herren, wie versprochen, hier ist der Mann, der in solchen Fällen immer von sich selber sagt, ich bin's nur, und der immer fragt, ob es noch intelligentes Leben auf diesem Planeten gibt. Wahrscheinlich findet er es jetzt hier bei uns. Hier ist der Dieter Nuhr. Dankeschön. Dankeschön. Lieber, ich freue mich, dass du da bist und du gibst uns sogar noch eine Pressekonferenz, obwohl du keine Ahnung hast, worum es bei dieser Pressekonferenz geht, aber das hat ja eigentlich noch nie jemanden davon abgehalten, eine zu geben. Und das Thema von Dieter ist eben heute Abend dieses. Ich will es jetzt gar nicht kommentieren oder bewerten, obwohl ich ganz eigene Ansichten dazu habe, denn ich bin, sagen wir mal, befreundet und sehr, sehr traurig. Und gut. Ich bitte die Journalie um investigative Fragen. Ja, guten Tag, mein Name Jawohl. Ist... Jawohl. Ja, ich wollte kurz noch, bevor wir anfangen, sagen, dass ich mich freue, dass es endlich raus ist. Ach, es ist schon wieder raus. Ist schon wieder raus. Ja. Ich war mich stolz und ich bin aber ein bisschen gerührt. Charlotte von der Bäckerblume, wann ist es denn rausgekommen wieder? Ja. Ach, ich weiß gar nicht genau, wie es rausgekommen ist, muss ich sagen. Nicht auf dem normalen Weg jetzt, also. Wie fühlen Sie sich denn jetzt? Also, sagen wir mal. Ich glaube, es geht schon wieder ein bisschen besser. Ja. Ja, es hat ein bisschen gezogen im Unterleib. Klar. Ist ja ein Riesending. Natürlich. Welke von der Klassenzeitung der 7b. Was haben Sie für Reaktionen bekommen auf Ihre Tat? Gratulationen. Ausschließlich. Paul von der Hauszeitschrift Augsburger Puppenkiste. Sagen Sie mal, was war denn drauf? Ich sag's ungern. Pilze und Schinken. Jetzt die Leser der Bäckerblume interessieren sich natürlich dafür, woraus besteht es eigentlich? Das ist mir selber noch nicht ganz klar, muss ich sagen. Woraus besteht? Natürliche Zutaten, selbstverständlich. Ausschließlich natürliche Zutaten. Weil es soll ja auch ökologisch sein, es soll biologisch abbaubar sein. Warum? Warum? Ich bin in dieser Ökozeit aufgewachsen. Ich gehöre zu diesen Leuten. Wir sind früher auf der Landstraße jedem Igel ausgewichen, haben ganze Wandergruppen auseinandergesprengt. Das war normal für uns. Ja, aber gerade deshalb verstehe ich es nicht, wie Sie so brutal vorgehen konnten. Haben denn Kinder in Ihrer Verwandtschaft, in Ihrem Umfeld nicht geweint? Wir haben ja in unserer Verwandtschaft keine Kinder. Deswegen. Was habt ihr denn mit denen gemacht? Wollten Sie irgendein Signal setzen mit der Aktion? Wollten Sie irgendwas nach draußen sagen oder hatten Sie einfach einen schlechten Tag? Ich kann nur für mich selber sprechen, es war eine spontane Eingebung, kann man sagen. Aber persönlich, es war Ihre persönliche Aggression, die Sie selber haben. Ja, es musste raus. Aber erst muss es ja rein. Wann sind denn die anderen dran? Wann sind denn die anderen an der Reihe? Ist ja nur eine Frage der Zeit, oder nicht? Wann sind die anderen dran, Junge? Spuck es aus! Ich meine, das bleibt jedem selbst überlassen. Wir leben frei zusammen in dieser Familie. Aber was hat jemand, der, also er hat ja wirklich, oder es, ich weiß gar nicht so genau, es hat so vielen Menschen Freude gemacht. Was hat es ihnen getan? Das haben wir immer noch nicht verstanden.
Woher kommen diese Aggressionen? Ich fürchte, es ist etwas Frühkindliches bei mir, was auch nicht therapierbar ist. Ja. Das fürchte ich auch. Dieser Gewaltausbruch im eigenen Haus war für mich auch im Nachhinein nicht einfach zu verkraften. Aber wie gesagt, ich bin natürlich stolz und glücklich, dass es endlich passiert ist. Jetzt ist es raus. Es musste wahrscheinlich irgendwann passieren und jetzt ist es vorbei. Aber warum haben Sie nicht beim Kika angerufen und einfach um Absetzung gebeten? Einfacher gewesen. War es nicht nur eine mentale Aktion, sondern auch einfach eine körperliche Befriedigung? Hatten Sie Hunger? Hatten Sie einfach Hunger? Ja. Als ich Bernd das Brot das erste Mal traf. Ah! Da habe ich ihn eigentlich als Spielkameraden empfunden, kann man sagen, und weniger als Nahrung. Ja. Und ich glaube, als ich ihn dann aufgegessen hatte, war ich froh, dass es passiert ist. Ja. Ich habe gerne das Brot gegessen. Ich muss sagen, dass es mir jetzt aber schon wieder ein bisschen leid tut. Ja. Jetzt ist es zu spät. Es ist ja schon wieder draußen. Nur ist zu spät, genau. Deswegen war die Frage, was war drauf, eigentlich die beste Frage. Ja. Meine Damen und Herren, Dieter Nuhr! Bravo! Ist halt schön, wenn man so auflöst. Also